Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, ihr seht gleich den zweiten Teil von unserer Ostergeschichte und eventuell könnte es ein ganz kleines bisschen gruselig werden. Das heißt, wenn ihr empfindlich seid bei solchen Inhalten, dann schaut euch vielleicht dieses Video lieber nicht an oder einfach ein anderes. Auf jeden Fall, für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, euch wünsche ich ganz viel Spaß beim Video. Das nichts. Wie, das wird nichts? Das wird nichts. Ja, das wird auch nichts. Laufen wir jetzt 2 Stunden in der Gegend rum? Haben wir schon irgendein Osterei gefunden? Nein, haben wir nicht. Aber ich dachte, das wäre ein bisschen einfacher dann. Ja, entschuldige. Ja, ich hab's euch doch gesagt. Es ist das coolste Fest. Das ist natürlich nicht so einfach. Das coolste Fest. Ja, ja, apropos, Weihnachten ist das coolste Fest. Also hör auf. Apropos, aber was ist denn jetzt überhaupt mit diesem Oscar? Warum ist der denn nicht mitgekommen? Warum zeigt er uns denn nicht zumindest den Weg? Danja, der braucht doch ein bisschen Ruhe. Er braucht ein bisschen Selbstvertrauen. Ich habe ihn einfach zu Hause gelassen. Ne? Ja, und jetzt chillt er da bei uns. Chillt, was macht der denn da? Du kriegst wahrscheinlich ein paar Überraschungseier oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ostern braucht doch Vorbereitung. Ne? Das ist ja. Lass uns doch jetzt weiter suchen. Ja, ich hab das Gefühl, wir sind gleich auf der Spur. Weißt du was? Nee, Claudio, so lange. Weißt du was? Geh du einfach zurück. Claudio und ich weiter auf der Spur. Ja, wisst ihr was? Okay? Wisst ihr was? Macht euren Mist alleine. Es ist mir vollkommen egal. Es ist mir egal. Und wenn euch was passiert, geh doch. Vollkommen geh egal. Doch. Ich tschüss. Euch jetzt was beim Suchen. Tschüss. So. Weißt du was? Wir müssen wieder Osterhase denken. Wir müssen wieder Osterhase sein. Okay. Und was, wie bewegt der Osterhase sich fort? Ja. Ach Mann, wir müssen doch Ostern retten. Wir müssen eine Spur langsam finden. Kahn! Warte mal. Kahn, ich habe eine Spur. Wo bist du? Kahn, komm her. Kahn! Ich will es echt nicht zugeben, aber ich glaube, Dani hat recht. Vielleicht ist der Osterhase gar nicht echt, weil ich finde hier gar nichts. Zufall. Eins. Claudio, ich habe den Weg gefunden. Claudio, Wir müssen da lang. Wir müssen da lang. Kahn, schau mal, meine Ostereier sagen mir, der Weg ist dort. Nein, es ist da lang. Es ist der blaue Weg. Kahn, es ist der orangene Weg, bitte. Es ist der blaue Weg. Claudio, da führt nichts dran vorbei. Wir müssen da lang. Kahn, weißt du was? Was? Wir müssen, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg gehen. Im Film endet das meistens nicht gut. Es ist wie Ostern. Du, ja, ist ja okay. Du und ich sind auserwählt worden, Ostern zu retten. Ja, ist in Ordnung. Dann gehst du diesen Weg und ich gehe den Weg. Ich bin gedanklich bei dir. Ja, ich auch. Und dann jetzt chillt wieder zu Hause. Wo muss ich denn jetzt genau lang? Aber gut, jetzt erstmal das Wichtige. Ich rufe jetzt erstmal Danja an und erzähle ihr erstmal, dass ich den Weg gefunden habe und sie nicht. Mailbox. Danja, also ich wollte dir nur sagen, dass ich den Weg gefunden habe, ne? Ja, genau. Du bist zwar nicht dran, aber schmeckt dir, ne? Beiden doch gesagt, das ist eine total blöde Idee jetzt da, diese blöden Ostereier zu suchen. Ich hoffe, die finden nichts, weil sonst retten die alleine Ostern und da habe ich eigentlich gar nicht so Lust drauf. Was macht denn jetzt dieser komische Hase eigentlich? Oskar? Oskar? Ja? Ey, ganz ehrlich, Oskar, ich finde das nicht cool. Du sitzt hier rum und chillst ein bisschen dein Leben und weißt du was? Weißt du was? Kahn und Claudio, die riskieren wahrscheinlich gerade ihr komplettes Leben für dein blödes Osterfest. Und ich war da auch gerade noch dabei. Und die beiden sind jetzt seit Stunden unterwegs und haben nichts gefunden. Und alles, was du machst, ist hier rumsitzen und chillen. Das geht doch nicht. Ich bin ein Versager. Ich wollte doch nie der Osterhase sein. Mann, jetzt hör mal auf zu heulen. Ich, es tut mir
mir leid, ich wusste nicht, dass sich das so beschäftigt. Ja, ich will auch gar kein Osterhase sein. Warum willst du denn kein Osterhase sein? Also, du bist kein Versager und vielleicht war ich auch ein bisschen streng. Mann, ich mag das Weihnachtsfest viel lieber und mein Papa ist mir zu streng und ich wollte nie in diese Osterhasenrolle reinschlüpfen. Dein Papa ist viel zu streng. Ich dachte, dein Papa ist egal. Aber du bist doch der Osterhase. Du musst doch Ostern mögen. Ja, aber ich finde Weihnachten viel cooler. Der Weihnachtsmann ist auch mal nett zu mir. Der hat mir mal Kakao gegeben und ich will viel lieber ein Weihnachtself sein. Weihnachtself sein? Aber so hast du doch dein eigenes Fest und das ist doch total cool. Ja, aber schau mal, die Weihnachtslieder sind doch cooler. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann oder Jingle Bells, Jingle Bells. Und übrigens, guck mal, mein Fell, das ist super gemacht, wenn es dort drin kalt ist. Ja, stimmt. Man riecht das auch immer so ein bisschen, dass das nicht ganz dein Wetter ist. Ja. Ist schon okay. Also pass auf, wir können doch vielleicht können wir ja zusammen ein vorgezogenes Weihnachtsfest feiern. Was hältst du davon? Das ist eine super Idee, ja. Aber bevor wir das machen können, müssen wir erstmal Ostern retten. Och Mann, aber ich kann ja nicht zurück. Okay, du hast recht. Wir sollten den beiden vielleicht helfen. Weißt du, was wir machen? Wir gehen nach unten in den Keller und helfen den beiden. Im Keller? Vorhin waren die beiden noch draußen. Ich bin mir sicher, die sind jetzt gerade im Keller. Im Keller. Okay, na komm mit. So, komm mit. Also du sagst, es ist im Keller, ja? Ja. Mann, ich will Weihnachten im Keller feiern. Und dafür muss ich tun, was ich tun muss. Warte. Schau mal, die sind dort drüben. Da drüben in dem Aufzug? Ja, die sind im Aufzug. Komm, geh du mal vor, geh du mal schauen, ich komm jetzt. Okay. Ja. Wie war das doch mal? Ich bin der Osterhase und ich bin perfekt. Sicher, also hier ist irgendwie niemand. Ey! Sorry, ich muss es tun. Komm mal rein. Boah, das stinkt wie bei Danja auf Klo. Ja. Ich glaube nicht. Das war schon geil. Ah, meine Knie. Mach du mal. Oh. Hey, mach mit. Nein, du bist der Osterhase. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin viel zu alt dafür. Okay. Was machst du da? Bleib drin.